Herzlich willkommen beim 9. Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Marketing bei deiner Webseite. Heute wieder dabei Christoph Schwinghammer als Geschäftsführer und Marketing- und Verkaufsarchitekt, der viele Jahre schon in der Branche tätig ist. Und heute geht es um ein großes Problem, was schon ein alter Philosoph ganz genau auf den Punkt gebracht hat. Heraklit sagte nämlich, das einzige Konstante im Leben, auch im unternehmerischen Leben zum Zyklus, ist die Veränderung. Und darum geht es heute, wenn ich richtig informiert bin, und sag uns gerne, Christoph, worum es genau sich dabei handelt. Der 9. Fehler ist davon geprägt, dass der Markt sich immer verändert und sich Unternehmen da nicht verändern können, weil es Probleme einfach gibt in der Denkstruktur, in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Und du kennst bestimmt die Firma Kodak. Weißt du, an was die gescheitert sind? Naja, die haben den Sprung zur digitalen Kamera verpasst wohl. Also das haben dann andere gemacht. Genau, sie hatten ja vorher Filme produziert, also diese Filme, die man noch in Kameras reinmachen kann. Vielleicht kennst du die noch. Und sie hatten aber die erste Digitalkamera erfunden. Und zwar, war das 1974 gewesen. Da haben sie die erfunden. Aber die Erfindung wurde einfach nicht umgesetzt, sondern wurde in die Schublade geschoben und einfach nicht genutzt. Und dann sind sie am Markt verschwunden, weil sie nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind, nicht frühzeitig genug. Und genau das kann auch mit deinem Unternehmen passieren, wenn du nicht das Marketingumfeld im Blick hast, nicht weißt, welche Veränderungen gibt es bei Webseiten zum Beispiel, gibt es da eine neue Funktion, die du auch mal ausprobieren kannst und testen kannst. Und das Schöne ist halt, bei diesem ganzen Online-Marketing-Thema kannst du testen. Du kannst sagen, die Hälfte von deinen Besuchern kommt auf Seite A, die andere kommt auf Seite B und genau so kannst du testen, ob du auf dem richtigen Trichter bist und die Veränderung auch für deinen Fall zutrifft und die dann bessere Anfragen generiert, mehr Anfragen generiert oder auch mehr Traffic auf deine Seite bringt. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist am Markt ja alles irgendwie in Bewegung und da gibt es ja 4 Positionen. Ich kann der Marktführer sein oder ich kann mit der Masse mitlaufen oder ich kann der Masse hinterherlaufen oder was du jetzt gesagt hast mit Kodak, ich laufe gar nicht mit, ich mache immer so weiter wie bisher und da bewahrheitet sich ja der Grundsatz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und das gilt also auch fürs Marketing. Das ist auf jeden Fall so, also wenn du nicht wächst, schrumpfst du und genauso ist es im Marketing. Du musst bereit sein, neue Dinge auszuprobieren, zu testen und dann hast du das gefunden, was für dich funktioniert, was dir Umsatz bringt und dann heißt es da einfach nur noch den Hahn aufdrehen und das Wasser fließen lassen und Umsatz generieren. Und bevor du uns gleich erzählen wirst, was in der nächsten Folge Inhalt sein wird, habe ich noch eine Frage an sich, nämlich wie häufig sollte an der Webseite gearbeitet werden, etwas verändert werden, erneuert werden, technologisch oder vom Content her Veränderungen abgebildet werden. Was ist deine Empfehlung? Das kann man so pauschal zeitlich gar nicht sagen, weil es hängt davon ab, wie viele Besucher ja auf deine Seite kommen und wie viele du dann auch testen kannst. Das bedeutet, du brauchst schon eine bestimmte Grundlage, eine Stichprobenmenge, um das dann testen zu können und dann auch eine verlässliche Aussage zu bekommen. Jetzt sind die Besucher ja nicht nur menschlicher Natur, also echte User, die googeln, die recherchieren oder über Links hinkommen, sondern es gibt ja auch technische Bots, beispielsweise Suchmaschinen, die auch kommen. Und die erscheinen ja auch, soweit ich es jetzt gehört habe, solche Suchkriterien zu haben, die rausfiltern, wurde an der Seite etwas erneuert, verbessert, verändert. Und da gibt es wohl auch so Empfehlungen, dass, was das absolute Minimum ist, wenn man an der Seite weitergearbeitet haben sollte. Ja, das ganze Thema Content ist da auch super wichtig, also dass du deine Seite immer mit neuen Inhalten befüllst, damit regelmäßig jetzt deine Seite auch auf Google indexiert wird. Das bedeutet, dass du dort auch gefunden werden kannst. Deswegen ist es da wichtig, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Je mehr, desto besser, weil dann sagt irgendwann Google, oh, die Seite ist relevant. Ich muss die öfter scrollen, heißt es sozusagen, also richtiger zu crawlen. Das bedeutet, die einfach zu scannen, anzuschauen, was da passiert ist, was wurde da verändert und dann bekommt man auch ein besseres Ranking auf Google. Das heißt also, beides ist an der Webseite wichtig. Nicht nur, dass sie ständig etwas Neues gibt, sie verbessert wird, sondern dass überhaupt was gepostet wird, was zum Thema passt, um einfach nicht nach unten zu rutschen, auch vom Suchmaschinenmarketing her. Ja, genau. Lieber Christoph, dann bedanke ich mich für deinen Beitrag hier zum 9. Teil und dich lade ich ein, jetzt gerne das Video zu liken, zu teilen, den Kanal zu abonnieren, falls du es nicht gemacht hast, die Glocke zu betätigen. Und Christoph wird uns jetzt sagen, was morgen publiziert wird, nämlich im 10. Teil. Ja, Daniel, das mache ich. Und zwar geht es im 10. Teil darum, dass du diesen Fehler nicht begehst. Und der Fehler lautet, dass du nicht organisiert hast, wer genau fürs Marketing verantwortlich ist und was da im Detail nochmal die Fallstricke sind.